Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu TV Berlin aktuell. Es ist eine schöne vorweihnachtliche Tradition geworden. Immer kurz vor dem Fest organisiert der Sänger Frank Zander ein Gänseessen für Bedürftige. Für ein paar Stunden gibt es dann immer die Möglichkeit, die Probleme des Alltags hinter sich zu lassen. Unterstützung bekommt Zander dann auch immer wieder von vielen Prominenten. Maurice Radon über das Fest vor dem Fest. Sänger Frank Zander zeigte einen Tag vor Weihnachten mal wieder großes Herz und lud alle Obdachlosen der Stadt zu einem festlichen Weihnachtsessen ins Estrel Festival Center ein. Es ist eine Herzensangelegenheit. Das ist, denke ich mal, für diese schöne, große, hässliche, arme, reiche Stadt sehr wichtig. Und fühle mich so ein bisschen wie im Sheriff's Forest, Robin Hood sozusagen, weil diese Herzlichkeit, die zurückkommt von den armen Menschen, die ist schon gewaltig. Bereits zum 19. Mal jährt sich diese Tradition, um auch den Bedürftigen unserer Stadt ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Die freuten sich über die deftige Gänsekeule und kleine Geschenke. Ja, weil ich finde das schön von der Atmosphäre her, finde ich ganz toll, was Frank Zander macht. Und für alle die Leute finde ich ganz toll, finde ich ganz klasse. Und ich bin jetzt das zweite Mal dabei, finde ich ganz klasse. Viele Promis und sogar Politiker schlüpften für den guten Zweck an diesem Abend in die Rolle der Kellner und verteilten insgesamt 2800 Mahlzeiten. Ich unterstütze gerne die Aktion von Frank Zander. Ich finde fantastisch, was er jedes Jahr jetzt schon seit ganz, ganz langer Zeit auf die Beine stellt. Und deshalb komme ich auch immer wieder gerne her. Einen Tag vor Heiligabend hat Frank Zander mit seinem Fest erfolgreich an den Geist und die wahre Botschaft von Weihnachten erinnert. Weihnachtsbaum, Geschenke und natürlich die Weihnachtsgans, das und vieles mehr gehört bei uns zum Fest dazu. Doch wie wird Weihnachten in anderen Ländern gefeiert? Tamara Bilic hat beim Diplomatenabend im Gourmet-Theater Palazzo nachgefragt. Palazzo verzaubert auch dieses Jahr wieder mit einer Weihnachtsshow. Bei leckerem Essen und einer einzigartigen Artistikeinlage war auch das internationale Publikum begeistert. Denn geladen waren Botschafter und Diplomaten. Wir haben nachgefragt, wie in anderen Ländern Weihnachten gefeiert wird. Weihnachten ist eine ganz besondere Zeit in Namibia. Es ist die Zeit, zu der sich Familien treffen. Namibia vereint so viele verschiedene Kulturen und jeder feiert auf seine eigene Art und Weise. Die Hauptsache ist jedoch, dass die Familien zusammenkommen. Sie wissen, dass Afghanistan ein islamisches Land ist. Wir feiern nicht Weihnachten, aber mit Herzen sind wir mit aller Welt, christlicher Welt. Und wir gratulieren auch alle, die auch diesen Tag feiern. Und auch in Jamaika werden die Feiertage ein klein wenig anders verbracht als in Deutschland. Soweit ich weiß, ist in Deutschland der 24. Dezember der besondere Tag, wenn man zur Kirche geht und festlich isst. In Jamaika hingegen ist es ganz anders. Am 24. Dezember haben wir einen großen Markt. Am 25. Dezember werden Geschenke ausgetauscht und es wird gefeiert. Danach kommt der Boxing Day, das ist sowas wie der erste Weihnachtsfeiertag. Und das ist auch ein Tag für Familie und Freunde. Trotz der vielen kulturellen Unterschiede verbindet das Weihnachtsfest die Völker der Welt, sogar bis hin nach Afrika. Gesegnete Kerzfest, alle Vorspruch für die neue Jahr. Danke. Und auch heute haben wir Sport für Sie. Er kann 6 verschiedene Sprachen, hat mit dem FC Barcelona die Champions League gewonnen und ist auch sonst vielfältig interessiert. Konstantin Nigropulo von den Füchsen ist ein echter Allrounder und das nicht nur auf dem Spielfeld. Er mag Kunst und Fotografie, lässt ab und zu mal seine Drohne starten, um Berlin aus der Luft abzufilmen und nahm sich Zeit, um mit Jan-Olaf Strakholder über die Winterwelt am Potsdamer Platz zu flanieren. Es ist schon eine ganz besondere Beziehung, die Konstantin Nigropulo zu Berlin und seinen Sehenswürdigkeiten pflegt. Seit dem Sommer wohnt der im rechten Rückraum beheimatete Champions-League-Sieger von 2011 unweit des Potsdamer Platzes. Neben dem vorweihnachtlichen Zauber der Winterwelt in unmittelbarer Nähe zum Wohnort ist es die Überlieferung des Erlebten in Foto- und Videoform, die Tino Freude bereitet. Nigropulo ist jemand, der die Dinge, die um ihn herum passieren, genau beobachtet. Einer mit vielen Interessen. Hallo.
Ich habe erst damit angefangen, Videos und Fotos zu machen, als ich weit von zu Hause entfernt gewohnt habe. So bin ich mit meiner Familie und meinen Freunden stets in Kontakt. Wenn ich in Russland geblieben wäre und dort gespielt hätte, wahrscheinlich hätte ich nicht mit dem Fotografieren angefangen. Aber ich will in dem, was ich mache, natürlich immer Qualität abliefern. Natürlich hilft einem Berlin als Stadt dabei sehr, weil es hier sehr viel interessante Kunst zu sehen gibt und hier so viele interessante Menschen wohnen. Die Stadt ist voller Freaks. Das ist etwas, was ich mag. Auf dem Parkett macht er seine Sache stets so gut wie möglich. Igropoulou ist ein Leader, ein Musterprofi, ein Fanliebling. Aber auch einer, der für jeden Spaß zu haben ist. Einer, der sich selbst manchmal auch nicht allzu ernst nehmen will. Ein kleiner Adrenalinstoß gehört für ihn manchmal einfach dazu. Vor mir waren sehr viele Kinder und dann bin ich einfach mal runtergefahren. Es war spaßig, manchmal mache ich Dinge, die vielleicht komisch sind, aber trotzdem Freude bringen. Das Leben wäre sonst einfach zu langweilig. Sowas wie den Hügel runterzufahren bringt Freude. Es ist nichts, was wirklich Inhalt hat, aber ich habe ein Lächeln auf dem Gesicht und das ist wichtig. Auf einen kurzen Schock folgten viele schöne Momente. Konstantin Igropoulou ist weiter hungrig auf Berlin, seine Eigenarten und seine vielen netten Menschen und all die Dinge, die man hier erleben kann. Und so wurden natürlich auch die Erlebnisse der Winterwelt gleich für die Nachwelt dokumentiert. Und damit sind wir auch schon beim Wetter. Ein frühlingshaftes Weihnachtsfest, das ist es zumindest vom Wetter aus gesehen. Und so geht es wohl auch weiter. Der Winter macht zumindest in den nächsten Tagen auch weiterhin einen weiten Bogen um die Stadt. Hier folgen gleich die genauen Aussichten. In der kommenden Nacht zeigt sich der Hauptstadthimmel nur mit einigen Wolken. Es bleibt trocken, das Ganze bei Tiefstwerten von 4 Grad. Der Mittwoch startet dann mit einer aufgelockerten Bewölkung. Am Nachmittag muss mit Regen gerechnet werden. Die Tageshöchstwerte klettern auf 11 Grad. Die nächsten Tage werden ebenfalls mäßig bis stark bewölkt sein, wobei es auch einige sonnige Phasen gibt. Insgesamt ist die Niederschlagswahrscheinlichkeit sehr gering. Das Quecksilber steigt auf Werte von 6 bis 9 Grad. Und das war's aus der TV Berlin Nachrichtenredaktion. Das gesamte Team von TV Berlin wünscht Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest 2013. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen jetzt wie immer noch von dieser Stelle aus viel Spaß hier bei uns im folgenden TV Berlin Programm.